Ja, hallo und willkommen zu diesem kurzen Video. Man sieht die beiden Novaks hier nebeneinander. Das Kuriose an der Sache ist, dass er so optisch sehr gut erhalten ist. Wenn ich den anmache, tut sich gar nichts. Man hört ein ganz leises Ticken, hört man. Da ist im Inneren ist so eine runde Scheibe, die sind mit zwei Drähten da verbunden. Und da tickt es so ganz leise. Und er hier, der ist leider nicht mal so gut erhalten. Man sieht das hier, man kann das ganze Teil sogar abnehmen hier. Relativ problemlos, was solange wie die Kabel das zulassen. Und das Problem bei dem Gerät ist einfach die Drucksensoren. Der kam übrigens schon so, wie der hier aussieht. Also damit hier. Das heißt, da muss schon das Problem wohl schon da gewesen sein, dass diese Drucksensoren nicht mal richtig reagiert haben. Ich hatte das einmal gehabt, da hat er diese ganzen Fehlermeldungen angezeigt, da haben immer diese Felder haben reagiert. Und wenn ich drauf gedrückt habe, hat das nichts reagiert. Also die haben sich selber ausgelöst. Dann habe ich das hier mal so losgemacht. Habe das wieder dran gemacht und dann ging das wieder. Und jetzt habe ich das Problem, wenn ich jetzt meinetwegen E4 mache. Dann macht er C7, C5. Man sieht schon. Und es tut sich nichts. Ich kann es nicht ausführen. Das ist das Problem. Also manche Felder machen es gar nicht. Und deswegen werde ich wohl versuchen. Man sieht ja hier, das sind diese Teile hier. Damit ist das mit dem, das ist unten auch mit dem Brett verbunden. Das hier zu lösen. Ich hatte eigentlich vor, die Oberschale abzunehmen und dann die auszutauschen. Aber das ist alles hier dummerweise an der Oberschale befestigt. Das heißt, du mal so Reparaturarbeiten. Ja, da haben sie wohl keine Gedanken drüber gemacht, dass ich das Brett hier löse und dann austausche. Jetzt habe ich mir ein Lötkolben-Set bestellt. Da muss ich mal gucken, was ich da mache. Ihr könnt ja mal schreiben, was eure Gedanken dazu sind. Also von Leuten, die sowas reparieren können. So, ich bedanke mich dann und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ist ein super Schachcomputer, aber ich glaube, die haben minderwertige Bauteile verwendet. Das ist wohl das Problem. Also das, ich hatte sowas noch nie bei einem anderen. Also das will ich super erhalten. Ich glaube, was übrigens auch hier ist, das ist hier 2186. Und da steht 2100 drunter. Das ist das von Getunter. Der hat wohl das Tuning nicht so ganz überstanden. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.